Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration. Das ist wieder ein neues Challenge-Video von Eva und mir und unser Thema ist Lippenpflege und ich habe ein bisschen überlegt und ich werde heute eine Lippenpflege herstellen mit Kinderschokolade. Ich glaube, das kann man schon ganz gut erkennen. Ich habe hier ein bisschen Schokolade von einem Überraschungsei und die liebe ich wirklich. Das ist meine Lieblingsschokolade oder eine meiner liebsten Schokoladensorten. Und die werde ich heute mit in meine Lippenpflege reinmischen. Dann schmeckt die lecker danach und riecht danach und man hat eine richtig schöne Pflege. Natürlich ist da nicht nur Schokolade drin, sondern auch noch andere pflegende Inhaltsstoffe wie Kokosöl, Bienenwachs und Shea-Butter und ja, die werden die Lippen richtig schön weich machen und dazu dann eben noch einen leckeren Schokogeschmack haben. Ich habe hier so einen kleinen Behälter, wo ich das Ganze drin zusammenmische. Ich werde dafür einen kleinen Löffel nehmen, einen Teelöffel. Und hier habe ich schon so eine kleine Plastikdose mit Deckel. Da werde ich meine Lippenpflege dann reinfüllen. Und als erstes habe ich die Dose mal ein bisschen verziert mit ein paar Stickern und da habe ich schon drauf geschrieben Katis Schokopflege und hier oben auch noch einen sehr, sehr hübschen Sticker. Die Sticker habe ich übrigens wieder von euch aus der Fanpost und hier kommt dann gleich meine Lippenpflege rein. Die Dose kann ich also als erstes mal an die Seite stellen und es geht los mit meinem Behälter hier. Da brösel ich einfach so ein bisschen Schokolade rein. Ein bisschen ist mir schon daneben gefallen. So, das reicht auf jeden Fall. Dazu kommt Bienenwachs. Das sind Bienenwachsplättchen, so kleine Pastillen. Und davon nehme ich einen Teelöffel. So. Hier sind auch wieder ein paar daneben gefallen. Die werfe ich auch noch mit rein. Dann kommt als nächstes Shea-Butter und da nehme ich so einen halben Teelöffel. So, ein halber Löffel Shea-Butter. Die ist immer wirklich richtig schön pflegend und ich finde, die riecht auch immer total gut. Also Shea-Butter mag ich richtig gerne. Und dann haben wir hier noch Kokosöl und das ist kalt gepresstes Kokosöl. Das finde ich immer ganz interessant. Jetzt im Moment im Winter ist das hart. Aber im Sommer, wenn es ein bisschen wärmer ist, also ganz normal Zimmertemperatur etwas wärmer, dann ist das flüssig. Und da habe ich jetzt auch einen halben Teelöffel, der kommt mit hier in den Behälter. Und dann sieht man die Bestandteile, also Wachs, Bienenwachs, Schoko, Shea-Butter und Kokosöl. Und das Ganze wird jetzt in der Mikrowelle erhitzt. Dafür werde ich die Mikrowelle nicht zu heiß einschalten, so im mittleren Bereich und dann immer so 30 Sekunden, so kleinere Intervalle, dann mal schauen, mal wieder umrühren. Und wenn das dann alles gut geschmolzen ist, dann kann es weitergehen. So, nach einer Weile in der Mikrowelle sieht das Ganze so aus. Vielleicht fragt ihr euch, warum das hier in so einem Behälter mit Wasser ist. Das ist ganz heißes Wasser, damit das Ganze warm bleibt und nicht wieder sofort hart wird. Damit ich euch das hier einmal in Ruhe zeigen kann. Also das härtet ja relativ schnell wieder aus. Deswegen, wenn man das in so ein Wasserbad tut, dann hat man einfach noch ein bisschen mehr Zeit, das ordentlich zu verarbeiten. Ich finde, das sieht schon richtig lecker aus. Und es ist zwar heiß, aber ich tauche mal einmal vorsichtig meinen Finger rein. Sieht so ein bisschen aus wie so Karamell oder erinnert mich natürlich auch ein bisschen an die Lieblingsschokolade. Ich rieche mal daran. Riecht auf jeden Fall nach Kokos. Und man kann sich das sehr angenehm auf die Lippen auftragen. Und es schmeckt auch ein bisschen nach Schoko. Also wirklich schön. Dann kann ich das ja in meine Dose umfüllen. Katis Schokopflege. Und ich habe das ja extra in so einem kleinen praktischen Behälter hier zusammengemischt, wo man das hier vorne schön rausschütten kann. Und jetzt muss das Ganze nur noch ein bisschen aushärten. Und dann habe ich eine tolle Lippenpflege für unterwegs. Und die riecht lecker nach Schoko, nach Kokos und ist echt angenehm für die Lippen. Vielleicht möchtet ihr euch ja so eine leckere Schoko-Lippenpflege auch selber machen. Ihr habt gesehen, das ist gar nicht so schwierig. Man braucht gar nicht so viele Zutaten. Also Kokosöl, Shea-Butter, Bienenwachs und eure Lieblingsschokolade. Und schon hat man so eine schöne Lippenpflege. Meine ist immer noch nicht ganz ausgehärtet. Man sieht schon ein bisschen, gehärtet ist sie schon.
aber die werde ich noch ein bisschen stehen lassen und dann kann ich die schön mitnehmen, meine Lippen damit pflegen und mal auch daran schnuppern. Es riecht sehr, sehr schön nach Schokolade. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut sonst auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und jetzt schaut mal, welcher Begriff nächste Woche bei unserer Challenge dran ist. Tschüss! So, dann ziehe ich mal wieder einen neuen Begriff und was ist es? Oh, ein Haul unter 5 Euro. Oh, in Gold und Silber. Genau, schön, da gibt es ja auch echt tolle Sachen. Das ist ja nicht nur zu Weihnachten. Mhm. Ich glaube, Weihnachten hat jetzt langsam keiner mehr Lust mit Gold und Silber. Aber es gibt so schön kombinierte Sachen, ja. Irgendwie Gold mit Türkis oder Silber und Schwarz. Mhm. Also auch ganz coole, moderne Sachen. Ja. Das muss gar nichts mit Weihnachten und Winter zu tun haben. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Unter 5 Euro, mal schauen, was wir da Cooles finden. Ja. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich unsere beiden Videos schaut, uns einen Daumen nach oben da lasst und sonst, ja, auch natürlich gerne unsere vielen anderen Videos schaut. Ganz genau. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Und ja, wenn ihr noch coole Challenge-Ideen für uns habt, schreibt sie uns einfach unten in die Kommentare rein und dann sind sie vielleicht nächste Woche schon in unserem Glas dabei. Genau, da müssen auf jeden Fall mal wieder ein paar neue dazu. Auf jeden Fall. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.